Das war knapp. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihn gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Ich habe noch nicht mal meinen Zauberstab. Ich habe nur so einen provisorischen. Der muss warten. Jetzt geht's nach Hogwarts. Das war erst die Vorgeschichte. Zuerst das Intro. Der Prolog. Willkommen zu Let's Play Hogwarts Legacy. Live auf Twitch. Ambuliste. Das war eine fantastische Eröffnung. Jetzt wird es noch fantastischer, wenn wir nach Hogwarts eintreten. Oh gut, die Einführungsfeier ist noch im Gang. Nicht Slytherin, nicht Ravenclaw. Ich bin kein Experte. Nicht Slytherin. Doch, das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Oha, jetzt wird's spannend. Phineas Nigellus Black. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Fick, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint. Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Oh je. Yeah. Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl? Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Oh. Hufflepuff, 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 Hufflepuff. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen. Bestimmte Erwartungen. Jetzt machen wir ein Quiz, was uns... Oh, scheiße. Ich komme nicht auf den Unterricht, ich will unbedingt erkunden. Ich freue mich schon, ich bin einfach ehrlich. Die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. In der Tat.
Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Interessant. Der Häusertest. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Was ist es nur? Kühnheit, Neugier, Loyalität, Ehrgeiz, Loyalität. Loyalität? Ich denke, ich bin eine treue Freundin. Das schätze ich auch bei anderen. Du gibst nicht so leicht auf, nicht wahr? Was macht es wohl wieder aus? Herausforderungen schrecken dich nicht. Und deine Loyalität gegenüber einem Freund ist der Grund für dein spätes Erscheinen heute. Vielleicht gehörst du nach Hufflepuff. Hufflepuff, sprich den Hut und wird deine Entscheidung berücksichtigen, wenn es dich ein Haus zuweist. Haus Hufflepuff, bekannt für Geduld, Freude und Fleiß. Haus Annehmen wieder ein anderes Haus. Aber wir haben also doch die Freiheit. Wenn uns jetzt Slytherin vorgeschlagen hätte, ich nehme Hufflepuff. Also ich bin ein Hufflepuff. Auf jeden Fall. Von der sortierenden Sorte. Aber wenn wir uns ausgewählt hätten. Dann sei es Hufflepuff! Yay. In Afrika. So muss das. Oh, und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ruhe, Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren. Kein Quidditch. Und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Schande. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Oh, der Gemeinschaftsraum. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber das hat sie sicher noch nie aufgehalten. Richtig, Professor. Das wäre dann der Eingang zum Hufflepuff-Gemeinschaftsraum. Das ist der Eingang? Richtig. Ich werde es Ihnen erklären, aber zeigen werde ich es Ihnen nicht, da ein kleiner Fehler bereits für eine Essigdusche reicht. Höchst unangenehm. Sie müssen an das Fass klopfen, zweites von unten, Mitte der zweiten Reihe, im Rhythmus von Helga Hufflepuff. Zweites von unten, in der Mitte. Ich muss das gar nicht selber machen. Sehr gut. Jetzt gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Und wenn man da aus Versehen falsch klopft, dann Essig. Ins Essig mit eintreten. Muss ich mir merken. Werde ich mir nicht. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Oh, jetzt beginnt das große Umschauen in Hogwarts. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um mal eine kurze Pause zu machen. Ich gehe
jetzt in Hogwarts Legacy. Das war ja ein echt sehr spannender Start. Ich muss sagen, ich bin verliebt in dieses Spiel. Ländlerschereien. Einfach nicht nahe lassen. Einfach nicht lassen können. Vielleicht gibt es ja ein Achievement. Hat jemand sein Zeug auf den Boden geworfen? Koffer voller Zeugs. Erstmal ab für Snacken. Im Hufflepuff kommen stehen überall Snacks rum. So muss das. Oha. In deinem Gemeinschaftsraum. Da sind wir. Hab ihn gefunden. Sieht großartig aus. Endlich zu Hause. Können wir uns überhaupt nicht setzen? Das ist ja skandalös. Mit den Leuten reden können wir auch noch nicht. Hoffentlich später irgendwann. Sind wir bei anderen drin? Ich finde, das Spiel verzerrt mich doch. Ein bisschen Geld klauen. Ich will jetzt nicht überall reinplatzen. Vielleicht tun. Wie finden wir überhaupt unser Schlafgemach wieder? Die Türen sehen alle gleich aus. Okay, hier waren wir schon. Oh, ein Niffler. Und ein katzenartiges Ding. Katze. Wie sie die Treppe runterläuft. Hab keine Angst, kleines Kätzchen. Arthur ist da. Alles gut. Katze. Ich komme da nicht. Kommt, erst da lang. Hoffentlich fangen Sie sie. Schüler verirren sich im Schloss. Und Katzen erst recht. Du findest dich sicherlich zurecht. Ich meine, anfangs kann es überwältigend sein. Manchmal verirre ich mich immer noch. Übrigens, willkommen bei Hufflepuff. Schön, dich bei uns im Haus zu haben. Ich bin Arthur. Danke. Freut mich auch. War das deine Katze? Nein, gehört einem Erstklässler, denke ich. Leider habe ich selbst keine Haustiere. Meine Mutter hält nicht viel von ihm. Vor allem von magischen Zauberstab. Tut mir leid für dich. Ich finde magische Tierwesen einfach wundervoll. Das ist das Beste an Hogwarts. Niffler, Glumbumble, Bowtruckles. Davor dachte ich, sie wären alle nur Bilder in Büchern. Vater hat mal einen Knuddelmuff mitgebracht. Mutter war stinksauer. Jedenfalls sehe ich besser nach, ob die Erstklässler die Katze gefangen haben. Am ersten Tag sollten sie sich nicht verspäten.
Hat mich gefreut, Arthur. Ich hoffe, du findest die Katze. Danke. Pass auf, dass du dich nicht auch im Schloss verirrst. Ich kann offensichtlich nicht mit jedem reden. Aha. Oh, Onkel, das klingt gar nicht nach dir. Das stimmt was nicht. Oh, hallo. Du bist also neu in Hufflepuff? Ich bin Adelaide. Freut mich sehr. Schön, dich kennenzulernen. Ist alles in Ordnung? Ja, ich bin nur etwas abgelenkt. Ein Brief von meinem Onkel. Aber erzähl mal. Man hört ja so viele Gerüchte. Wurdest du wirklich fast von einem Drachen gefressen? Wenn es recht ist, würde ich die Sache lieber vergessen. Oh je, das muss schlimm gewesen sein. Ich meine, natürlich war es das. Ich hätte Todesangst gehabt. Tut mir leid. Naja, aber du hast sicher noch viel zu tun. Ich wünsche dir einen wunderbaren ersten Tag. Bist du sicher, dass es deinem Onkel gut geht? Oh ja, er ist geschäftlich unterwegs, hat viel zu tun. Er war sicher in Eile, als er geschrieben hat. Kein Grund zur Sorge. Danke, Adelaide. Wir sehen uns. Natürlich. Und viel Glück. Adelaide, interessanter Name. Die englische Variante von Adelheid. Adelheid. Warum erinnert mich das wieder an Heidi? Fein. Ja, ganz fein. Okay, wenn wir hier so weiter essen und mal Snack zu uns nehmen, dann müssen wir viel Sport treiben. Um nicht kugelrund zu werden. Und das können wir nicht essen. Reden. Oh, hallo. Sie ist so majestätisch, nicht wahr? Ist das deine Eule? Ich weiß nicht, wem sie gehört. Wo einem der Hufflepuffs hier. Eulen suchen sich ihre Gesellschaft sowieso selbst aus. Du bist doch der Neuzugang der 5. Klasse. Das war ja ein dramatischer Auftritt. Ich glaube kaum, dass du auf Aufmerksamkeit aus warst. Vor allem, da alle neugierig sind, wie viel du bereits weißt. Ich mache mir etwas Sorgen. Ich habe eine Menge aufzuholen. Stimmt. 4 Schuljahre sind viel. Wenn ich so weit zurückliegen würde, würde ich mich unzulänglich fühlen. Nun ja, als fleißiger Hufflepuff wirst du dich vermutlich in 0, nichts zurechtfinden. Ich bin auch fleißig, wie du vielleicht ahnst. Aber manchmal denke ich, gehöre ich doch nach Ravenclaw. Ich habe einen recht scharfen Verstand. Zumindest sagen das die Leute immer. Ich bin übrigens Lenora. Lenora Everly. Nun, ich will dich nicht aufhalten. Du hast viel zu tun. Hat mich gefreut, Lenora. Natürlich. Adieu. Ist der Hufflepuff-Neuzugang schon aufgestanden? Professor Weasley wartet vor dem Gemeinschaftsraum. Triff dich mit Professor Weasley vor dem Gemeinschaftsraum. Ich will hier... Wir sitzen... 1000 Essen, 1000 Äpfel essen. Fett werden. Mit allen interagieren. Die Katze finden. Mit ihr hier reden. Erstmal Tee trinken. Taste verschwinden lassen. Da sind Jungs. Oh, ich will kein Schach spielen. Nicht mal irgendwo hinsetzen und mal die einfach die Umgebung genießen. Und ganz Life is Strange mäßig mich mal einfach auf die Bank setzen und die Musik laufen lassen.
Ist nicht möglich. Noch nicht. Aha, hier haben wir später einen Zauber. Aha. Haustruhe. Und durch Schüler angreifen tun wir noch nicht wirklich. Auch nicht zum Spaß. Wie finden wir eigentlich unser eigenes Zimmer wieder? Das war hier, nachdem wir... Das muss dies hier gewesen sein. Ah, fünftes Jahr. Siebtes Jahr. Sechstes Jahr. Ach so, da stehen die Nummern dran. Viertes Jahr. Zweites Jahr. Wo schlafen die Erstklässlerinnen? Wir sind die Erstklässlerinnen. Aha, aufgeteilt nach Jahr. Das dritte, das fünfte. Das heißt, hier ist unser Bett. So, und ja, einen eigenen Koffer haben wir hier nicht wirklich. Ich sehe. Wir haben noch kein Zeugs. Eigener Zauberstab und so. Ist noch nicht. Wir laufen hier irgendwie mit einem provisorischen herum, wo wir von dem Professor bekommen haben. Verzeihung. Dann gehen wir mal zu Professor Weasley. Hallo. Guten Morgen, sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der fünften Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Aha. Bitte sehr. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Professor, aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Aha. Tutorial Time. Können wir jetzt jederzeit rein, oder? Das Rätsel müssen wir nicht machen. Hier lang. Finde ich etwas schade.
Das ist ein normales Fass. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde. Ich hätte gerne mal gesehen, was passiert, wenn wir es falsch machen. Vielleicht kommen wir nochmal wieder und dann ist es verschlossen. Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Handbuch wird auch Ihre Aufmerksamkeit für die Umgebung schulen. Kommen Sie! Ich schaue mich hier nur ein bisschen um. Aufmerksamkeit für die Umgebung halt. Natürlich, stehen hier wieder Snacks rum. Wirken Sie Revelio, dann sehen wir, was das Handbuch sagt. Dann müsst ihr ein paar Äpfel. Revelio. Handbuchseite. Aha. Hauselfenrezeptbuch. Eine Sammlung von Lieblingsrezepten, natürlich. Der Schüler von Hogwarts über die Jahrhunderte. Einige Gerichte wie eingelegte Lenkpflaumen sind sicher gewöhnungsbedürftig. Die Sammlung soll einige von Helga Hufflepuffs Einkerzungen enthalten. Aha. Du hast ein Handbuch-Herausforderung freigeschaltet. Ein Fortschritt beim Absolvieren von Herausforderungen wird hier angezeigt. Sammle Handbuchseiten von in Hogwarts 1 von 2. Handbuch-Herausforderungen sind die einzige Möglichkeit, um Erfahrungspunkte oder EP zu sammeln. Aha. Ah, ein Skilltree oder was? Das ist deine Zauberstufe. Die durch Herausforderungen verdienten EP erhöhen deine Stufe und deine Macht. Dein Handbuch verfolgt deine aktuellen Herausforderungsfortschritt. Wähle das Herausforderungsmenü aus, um Fuß zu fahren. Durch das Sammeln deiner ersten Handbuchseite wurde eine neue Herausforderungskategorie freigeschaltet. Neue Herausforderungen, die du im Laufe des Abenteuers freischaltest, erscheinen hier. Wähle Handbuchseiten aus, um Fuß zu fahren. Sammle in Hogwarts 2 Handbuchseiten. Belohnung für Erscheinungsbild der Ausrüstung Hogwarts Brille. Aha, genau. Ah, können wir Belohnungen kassieren. Raffiniert. Interessant. Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Aha. Will die aber selbst erkunden. Hogwarts ist in zwei Hauptbereiche unterteilt. Auf der linken Seite der Karte leben die Schüler und Professoren. Dort befinden sich auch die Gemeinschaftsräume der Häuser. Die Großhalle. Aha. Die Großhalle, die große Treppe, der Flügel des Glockenturms, der Astronomieflügel, Bibliotheksanbau und der Südflügel. Jetzt haben wir die Großhalle. In dieser Ansicht kannst du die Flohflammen sehen, die in der Region verfügbar sind. Grüne Flohflammen zeigen von dir entdeckte Flohflammen an, einschließlich des Gemeinschaftsraums in deinem Haus. Graue Flohflammen markieren den Standort unentdeckter Flammen. Aha, auf der rechten Seite der Karte findest du interessante akademische Einrichtungen, wie den Astronomieturm, die Bibliothek und die Gewächshäuser. Ah, ja.
Professor Weasley hat für dich die Flurflamme der Haupthalle freigeschaltet. Nutze A und D, um die Karte zu drehen. Und begib dich per Schnellreise zur Flurflamme der Haupthalle. Aha. Nun Hogwarts drehen. Und da wären wir. Eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Naja, ich weiß nicht. Im Ladescreen. Von der Haupthalle aus gelangen sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienenstocks. Unser King's Cross sozusagen. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Oh. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Was ist Hogsmeade? Was für eine dumme Frage. Könnten Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauern lauert. Um Auror zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste zu beherrschen. Zum Glück haben wir, was das betrifft, mit Professor Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Was werde ich in Zauberkunst lernen? Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche. Alles sehr nützlich. Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer, unterhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer. Aha. Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Und wo kriege ich meinen neuen Zauberstab? Den kriegt man nicht in Hogsmeade, den kriegt man in der Winkelgasse, soweit ich weiß. Sein, es gibt einen Brotschlüssel zur Winkelgasse. Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat der Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Wir haben auf dem Weg hierher einen kleinen Umweg gemacht, ein paar Ruinen erkundet und mehr sollte ich nicht sagen. Ruinen erkundet? Tja, Professor Figge hat vermutlich seine Gründe, die Details für sich zu behalten. Wenn man vom Teufel spricht... Professor Fick, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja, Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Viel Glück heute. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso für mich übrigens. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen.
Nach Hogsmeade müssen wir auf jeden Fall. Sehr bald. Aber wir müssen uns auch, wir müssen, bevor wir nach Hogsmeade gehen, müssen wir alles in Hogwarts sehen. Wir müssen erstmal ausführlich umgucken.